Also das sind ja mal schicke Familienerbstücke. Du hast die Rüstungen behalten. Klar kommst du zurück, wenn bei dir die Kacke am Dampfen ist. Lass mich dir helfen. Fühlt sich an, wie eine Tür zu tragen. Gut, so muss es auch sein. Wie heißt du doch gleich? Kate. Na dann, pass gut auf die Rüstung auf, Kate. Die gehörte meiner Mutter. Was soll das werden? Jemand schuldet mir noch was. Apropos Schulden, das hier willst du sicher zurück. Danke, Del. Okay, machen wir die neue Chor mit der alten Chor bekannt und werfen diese Eimerköpfe aus meinem Haus. Nehmt euch, was ihr braucht. Sollte genug für alle da sein. Das ist für mich. Oh Scheiße, sie kommen durch die Wände! Schaltet sie aus! Mehrere Kontakte gelockt! Noch ein toter Boss! Noch ein toter Hirte! Wie geht's jetzt weiter? Wir müssen zu meinem Truck! Glaub mir, dieses Mal kommt ihr nicht so leicht davon! Verflucht, ich hatte ihn gerade aufgemotzt! Okay, Planänderung! Runter mit dem Kestrel! Ich will dieses Spielchen langsam! Immer Sache mit dem Haus! Schieß den Antrieb ab! Zurück. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Wo will sie hin, verdammt? Hört auf, mein Haus zu verwüsten! Eure Hartnäckigkeit ist genauso bewundernswert wie lästig. Verstanden! Und dann mit euch! Paket!
Also, Dad, die Chor hängt uns im Nacken, dein Truck ist explodiert und das Haus steht in Flammen. Ist denn ein Plan B? Ja, es gibt einen Plan B. Er ist unten im Keller. Holt euch Munition und dann nichts wie raus. Los, die Treppe runter! Abziehen! Das war knapp. Dad, was machen wir? Das ist eine Sackgasse. Jetzt nicht mehr. Du hast einen Fluchttunnel aus deinem eigenen Haus? Folgt mir einfach. Wieso hast du das hier gebaut? Für Notfälle, wie diesen hier. Du hättest draußen ein paar Reparaturen machen können. Das würde uns jetzt wirklich weiterhelfen. Jungs, wie wär's, wenn wir über etwas anderes reden? Das Monster vielleicht, das gerade mit unseren Freunden abgerauscht ist. Wir kümmern uns darum, sobald wir hier raus sind. Los jetzt. Wenn wir Glück haben, wird Jin glauben, dass wir es nicht rausgeschafft haben. Sie wird trotzdem alles absuchen. Darum kümmern wir uns dann. Heilige Scheiße. Wie gesagt, willkommen zu Hause. Okay, wir haben sie abgehängt. Kürzen wir durch den Garten ab. Soziales Verhalten wird nicht toleriert.
Scheiße! Alle Mann durch das Gewächshaus. Dad, wo zum Teufel wollen wir hin? Zur Scheune. Und wo ist die? Am anderen Ende des Grundstücks. Hab sie! Scheiße, die machen mir noch die scheiß Tomaten kaputt! Weiter das Hirnzerstörer! Weiter auf den Weg! Wir werden erledigt! Noch ein Kondor! Was habt ihr denn verbrochen? Witzige Geschichte, Dad! Wir haben keine Ahnung! Ich bin da des Timing! Geladen und entsichert! Ziele identifiziert. Verstanden! Bord zerstört! Er hat ein Landungsschiff! Frag-Wurm! Das tut weh! Mögliche Feindkontakte! Schön! Weiter den Schiff zerstört! Na los, in Bewegung bleiben! Folgt einfach dem Weg. Da kommt eine Sturmfront auf uns zu. Alle zurück ins Gewächshaus, sofort. Nein, das Lager bietet besseren Schutz. Wir sind fast da. Okay, alle rein da! Gib mir mal jemand! Oh, Scheiße! Landungskapsel! Deckung! Wir müssen los! Nein, wir verschanzen uns hier! Wir harren aus! Aber ist diese Bude nicht etwas zu hölzern? Die hält! Bist du dir da echt sicher? Die hält! Scheiße! Kondor im Anflug! Und er kommt!
Ich will nichts hören. Diese Dinger sind echt unheimlich. Früher waren Bibis noch bessere Müllbots. Ich habe sie gewarnt, als die Hirten in Betrieb genommen wurden. Hat nichts gebracht. Achtung! Mehr Bibis! Der ist tot! Unter der Farbe! Noch eins! Verstanden! Noch ein großer Mann! Zerstört den Schild! Schild! Schaff es! Dieser Bots hat Jin eigentlich. Seht ihr die Windmühle? Das ist unser Ziel. Ich dachte, wir gehen zu einer Scheune. Tun wir auch. Die Windmühle ist gleich daneben. Hab sie. Ist das dein Familienanwesen, Marcus? Nein. Gehörte der Familie meiner verstorbenen Frau. Mom hat es ja geliebt. Ich bin froh, dass sie es nie so sehen musste. Da bist du nicht allein. Kommt schon, wir sind fast da.
Hatte fast vergessen, wie groß das hier ist. Tja, naja, es wird mit jeder Sekunde kleiner. Hey, was war das? Hast du Spaß, James? Klar, wieso? Du etwa nicht? Oh, es ist immer schön, dich wiederzusehen. Sind die beiden immer so? Normalerweise schreien sie mehr.